Herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Heute testen wir zusammen die Delegate Lidschattenpalette von Fab Factory. Ich war ja früher mal nicht so begeistert von Fab Factory. Max & More ist natürlich viel besser, aber wir gucken mal, was die so hergibt. Wir haben wieder 18 tolle Töne. Hier haben wir noch eine Schminkanleitung mit drin. Und was ich jetzt interessant finde, sind diese beiden Farben. Die sind so leicht, wie sagt man, schmierig. Ich gehe davon aus, dass das so eine Art Eyeliner ist. Wir testen es. Die Palette ist absolut nach meinem Geschmack von den Farben her. Brauntöne und Lilatöne. So, und wir legen jetzt auch gleich los. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal in diesen Rosé-Ton und tragen uns das mal ein bisschen in die Lidfalte auf. Das wäre jetzt die Farbe. Und die tun wir ganz vorsichtig hier mal einsetzen. Jetzt gucke ich noch nach meinem Spiegel. Genau, hier war er, mein Brokkoli. Brokkoli war lange nicht mit dabei. So, könnt ihr was sehen? Ja, man kann was sehen. Also, erster Eindruck von dieser Farbe lässt sich sehr gut auftragen. Und dadurch, dass die Farben ein bisschen neutral sind, kann man da auch schon mal ein bisschen mehr machen. Einfach sehr schön verblenden und großzügig nach oben und nach hinten rausgehen. Guckt mal. Die Farbe heißt Gossip. Ach so, für die, die es jetzt nicht wissen, ich hatte ein Action Haul gehabt und die Lidschattenpalette gibt es im Action, kostet zwischen 5 und 6 Euro. So, jetzt haben wir die Seite auch fertig. Ja, das sind absolut meine Farben. Das ist immer so eine Lidschattenauswahl, wenn man nicht weiß, was man drauf macht, aber sich trotzdem schminken möchte, sind solche Farben immer am perfektesten. So, jetzt gehen wir in den dunklen Ton Moody Mauve. Das wäre dieser hier. Nö, doch, nehmen wir den. Mal gucken, ob der dunkel genug ist, wenn ich den mir hier außen ansetze. Ja. Und den ziehe ich mir hier ein bisschen mit ins Lid rein. Nicht ganz so, weil wir wollen ja doch noch ein bisschen von der Farbe in der Lidfalte sehen. So, hier schön ausblenden. Andere Seite genauso. Ich habe jetzt mir von anderen YouTubern mal wieder ein paar Schminkvideos angeschaut. Und es ist immer interessant, wie jeder so anfängt, wie jeder so seinen eigenen Schminkstil hat. Das ist immer sehr, sehr interessant. So, man kann natürlich auch hier unten ein bisschen das Auge noch einrahmen. Kann man gleich mit dieser Farbe drüber gehen. So, hier hinten gleiche ich mal ein bisschen an. So, jetzt interessiert mich natürlich diese Farbe Chocolate. Chocolate, hier haben wir noch eine ganz dunkle Farbe. Einfach mal noch ein bisschen mit reintupfen. Und die setze ich mir doch noch ganz hier hinten mit. Nur ein kleines bisschen. Weil sie halt so schön dunkel ist. So, nur ein bisschen, um das Auge zu vertiefen. So. Wir nehmen noch mal ein bisschen einen Blenderpinsel, wo wir die andere Farbe, die wir ins Lid gemacht haben, noch dran haben. Und da gehen wir einfach noch mal ein bisschen
über die Übergänge. So. Jetzt nehmen wir natürlich einen Schimmerton, das war ja klar. Und ich würde sagen, wir nehmen diesen güldenen, weiß-güldenen Glitzerton und setzen den uns gleich hier innen auf das Lid auf. Champagne heißt die Farbe. Und die mehren wir uns gleich mal hier so rein. So, dann nehmen wir Dazzling. Ich zeige es euch nochmal. Dazzling, das wäre diese Farbe hier. Die ist auch so gemischt. Und die setzen wir uns hier oben auf das bewegliche Lid einfach auf. Da ist der Look jetzt schon wieder fast fertig. In schönen, natürlichen, lila-braunen Tönen. Die Kombination gefällt mir echt sehr gut. Ist für mich ein absolutes alltagstaugliches Make-up. Und wie gesagt, wir wollten ja das hier unten mal testen, was mich so interessiert. Und da gehen wir jetzt hier mal rein mit diesem Pinsel, ob das so ähnlich wie ein Kajalstift ist. Oh ja. Schön am Wimpernkranz entlang und ein bisschen nach hinten rausziehen. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich benutze da lieber doch Stifte dazu, weil ich ja 1000 Kajalstifte habe. Ne? 1000 nicht, aber bestimmt so 20, 30 Stück. So, aber es lässt sich gut auftragen. So, wir machen noch mal ein bisschen Fixing Spray ins Gesicht. So. Lass uns kurz antrocknen. Dann habe ich hier eine Mascara, Lash Like Boss. Habe es jetzt endlich mal geschafft, mir eine neue in meine Schminkbox hier zu tun, wo ich immer Probeschminken mache mit euch. Oh, guckt mal, trennt richtig gut bei meinen widerspenstigen Wimpern. Ja, wenn eine Mascara neu ist, da geht es immer meistens gut. Aber sobald die einen Monat liegt oder einen Monat offen ist, fängt sie dann wirklich an zu klumpen. Da ist dann auch die Pest die beste Mascara nichts. So. Oder wie lange benutzt ihr eure Mascara? Wie lange habt ihr offen, bevor ihr zu einer neuen greift? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das wäre mein fertiger Look. Ich würde sagen, ja, alltagstauglich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh Mann, ich glänze ja heute im Gesicht. So, diese Palette. 18 Töne. Wir können noch ein paar Swatches machen. So. Noch ein paar Glitzertöne. Wir haben hier noch zwei Goldtöne. Einmal so, einmal so. Dann haben wir noch Lila-Töne und Brauntöne, also Glitzer, also die Zusammenstellung ist für mich echt perfekt, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt machen wir noch ein paar Brauntöne und dann würde ich sagen, reicht es dann auch. So, einmal hier, hier haben wir noch so ein Korallorange und noch ein schönes dunkles Braun, also Farbauswahl ist richtig schön. Die Palette ist auch für Anfänger geeignet, würde ich sagen. Ja. So, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.